Ich fand deine Liebe für mich. Baby, komm einfach mit und folge mir blind. Ich fand ein Mädchen so wunderschön und lieb. Ich wusste nie, du bist die eine, die mich auch sieht. Oh yeah. I love you. This is the day that the Lord hath made, and I'm so glad he made you. Rising sun, you are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to pray, to share with, to care with, to hold hands and say, this is the day that the Lord hath made. Baby, weil ich fühl, dass du für mich hier die Einzige bist, die mich versteht, mich unterstützt, egal was ich vorhab, die mich so nimmt, wie ich bin, und mir einfach nichts vormacht.
Alles mit dir ist so schön, ja, ich könnte mich dran gewöhnen, mit dir zu leben. Ich will alles mit dir teilen und so viel Neues mit dir erleben. Bitte geh niemals vor, damit würdest du mich zerstören. Ich geb dir mein Wort, ich werde nur dir gehören. Dass du leidest, ja, dann geht's mir schlecht. Denn du bist wie ein Engel aus seinem Himmelsnest. Ich will der Mann sein, der dir hilft, der dir zur Seite steht. Und ich weiß auch, das gilt für die Zeit meines Lebens. Ich will mit dir zusammen sein, will dich an meiner Seite, will diese Flamme sein, die dir das Licht gibt, damit du weißt, es gibt immer jemand, der beschützt dich. Ich bin so glücklich. Seitdem du in mein Leben tratst, konnte ich wieder lachen. Du warst die Hoffnung, ja, was sollte ich ohne dich machen? Du gibst mir Kraft, die mir keine andere geben kann. Mein Wunsch wär du und ich ein Leben lang. Egal wer was sagt, wir passen gut zusammen. Mein Herz wird immer nach dir verlangen. Hast du verstanden, dass ich nur dich will? Bitte bleibe bei mir, ich zeige es dir, beweise es dir. I love you, 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 I love
Schön. Lieber Mina, lieber Uwe, ja, liebe Familien, Freunde, Hochzeitsgäste, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ein Tag der Liebe, ein Tag des Versprechens, ein Tag, den ihr euer ganzes Leben lang nicht vergessen werdet. Und deshalb ist es mir eine ganz besonders große Freude und Ehre, euch und eure Gäste hier an diesem schönen Ort begrüßen zu dürfen, und ich glaube, dass wir jetzt eine Stunde gewartet haben, war richtig gut, weil das Wetter hat sich deutlich verbessert. Heute ist euer großer Tag und alle Menschen, die euch verbunden sind und euch am Herzen liegen, sind hier, um diesen Tag mit euch zu feiern, und einige sind sogar aus Österreich und Holland angereist, und dafür seid ihr euch sehr dankbar. Auch eure Kinder, Lenny, Monira, sowie Anne und Robin. Robin kommt noch? Ah, okay. Okay. Trotzdem habt ihr sie in euren Herzen und ihr freut euch sehr, dass sie da sind heute an diesem Tag, euch zu begleiten. Ja, zwei wunderbare, warmherzige, tolle Menschen haben sich gefunden. Mit dem Herz am rechten Fleck, so wie Nina sagte. Und jetzt bin ich auch schon mittendrin in eurer Traurede. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Ich wäre nicht so fröhlich. Ich wäre nicht so mutig. Ich wäre nicht so hoffnungsvoll. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Die Sonne wäre nicht so hell. Der Mond wäre nicht so nah. Der Himmel wäre nicht so blau. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders.
Mein Leben wäre nicht so bunt. Mein Leben wäre nicht so grell. Mein Leben wäre nicht mein Leben. Ich liebe diese wunderschönen Zeilen von Diego Armando, denn sie erzählen auf sehr schöne Art und Weise, wie es ist, mit dem Menschen zusammen zu sein, der einen versteht und nimmt, wie man wirklich ist. Mit dem man seine Träume teilen kann, bei dem man sich fallen lassen kann. Liebe ist, zu Hause zu sein, wo immer man gemeinsam ist, sagt man. Ihr habt diese Liebe gefunden. Und dieses Glück wollen wir heute hier alle zusammen feiern. Aber jede Liebesgeschichte hat ihren Anfang. Und genau da wollen wir jetzt beginnen. Gesucht und gefunden habt ihr euch über eine Online-Plattform. Besser gesagt, du, Uwe, hast Amina angeschrieben. Und die ließ dich erstmal eine Woche zappeln. Bis ihr Telefonnummern ausgetauscht habt und ein erstes Date ausgemacht habt. Das erste Date sagte Amina allerdings ab. Ein hübscher Mann kann auch ein gefährlicher Mann sein, dachte Amina. Schließlich brauche ich mein Herz noch. Mit anderen Worten, sie war unsicher, ob sie dieses Wagnis eingehen wollte, ihr Herz zu verlieren. Aber Uwe ließ nicht locker. Und bald hattet ihr ein zweites, erstes Date, welches Amina dann wieder absagte. Aber du, Uwe, warst hartnäckig, wolltest nicht aufgeben, rief sie an. Heute habe ich einen Termin in Bonn und komm noch bei dir vorbei, sagte er. Dann die dritte Absage. Aber eigentlich wolltest du schon aufgeben, als du, Amina, ihm dann offenbartest, dass du eigentlich nur Angst hast und dich nicht richtig traust. Daraufhin schrieb Uwe, no risk, no fun. Ich bin wirklich harmlos. Und was haben wir zu verlieren? Nichts, oder? Und diese Antwort hat dich dann überzeugt. Puh, endlich. Das erste reale Date ist zustande gekommen und fand bei dir in der Wohnung statt, Amina. Nachbarin und Freundin Nina wurde in Alarm versetzt, aufzupassen, ob du dann auch noch lebst und alles gut geht. Beim ersten Treffen war auch noch Jenny kurz da und er wäre ja ganz bestimmt nicht gegangen, wenn sein Bauchgefühl ihm was anderes gesagt hätte. Du hattest eine Schachtel mit wunderschönen Rosen mitgebracht, die Amina noch heute als Andenken aufbewahrt. Der erste Eindruck stimmte, auch wenn du, Uwe, vor lauter Nervosität ein bisschen nass geschwitzt warst, aber egal, das gehört dazu. Musik spielte, Amina hatte gekocht und ihr saß am Tisch in angeregter Unterhaltung. Als du, Uwe, plötzlich sagtest, komm, lass uns tanzen. Amina winkte ab, fand es aber ziemlich toll. Nachdem Uwe gegangen war, habt ihr euch noch stundenlang geschrieben. Und von dem Tag an konntet ihr euch nicht mehr trennen. Das war der 4. Mai 2021. Einen Monat später seid ihr zu deiner Familie nach Afrika geflogen, liebe Amina. Und du warst begeistert von Uwe, der sich sofort in die Menschen, dein Land und deine Kultur verliebte. Du hast dich durch den Trip nach Afrika mit ihm noch mehr verbunden gefühlt und hast gesagt, du hättest dich noch ein bisschen mehr in Verbindung. Uwe zeigte echtes Interesse, ließ sich auf alles ein und deshalb heckte er auch direkt mit deinem Lieblingscousin einen tollen Plan aus. Oh yes, okay. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das, aber so spontan kriege ich das nicht. Und danach wurde auch ein passender Ort für einen Antrag gefunden. Cousin Hassan holte euch vom Resort ab
und setzte euch an einem schönen Strand mit toller romantischer Location an. Uwe bestellte direkt Champagner, was dich, Amina, verwunderte, denn er hatte einen stolzen Preis. Aber als Uwe begann, in liebevollen Worten zu erzählen, wie er sich in dich verliebt hätte, in dein Land, in deine Kultur, in deine Familie, und dass du seine absolute Traumfrau wärst, merktest du schon, das hier wird was Besonderes. Als er dir deinen Ring entgegenhielt und dich fragte, ob du seine Frau werden willst, konntest du überglücklich nur noch Ja sagen. Und am nächsten Tag am Frühstückstisch mit deiner Familie ging Uwe auf die Knie und fragte dich abermals. Ich finde, jetzt können wir einmal alle klatschen. Bei eurer dritten Reise nach Kenia im Juli 2021 sollte auch deine Mutter eingeladen werden. In deiner Kultur ist es nämlich üblich, dass nur dann ein Mann der Mutter vorgestellt wird, wenn hundertprozentig klar ist, dass er auch heiratsfähig ist. Gerade in Mombasa gelandet, kam die Nachricht von der Überflutung des Hauses deines Vaters. Er hatte alles verloren. Du musstest dich, Uwe, sofort eigentlich in den nächsten Flug nach Hause begeben und hast ihn gebucht. Eigentlich wolltet ihr beide nach Nairobi weiterfliegen. Und als deine Mutter Amina von diesem Unglück hörte, nahm sie sofort den nächsten Flug von Nairobi nach Mombasa, um deinen Zukünftigen zu sehen und in die Arme zu nehmen. Ein Tag vor Abflug traf deine Mutter auf Uwe und fragte: Willst du meine Tochter heiraten? Ja, war die Antwort. Wann? War die nächste Frage. Im Dezember. War die Antwort. Deine Mutter, Amina, freute sich so sehr, dass sie euch traditionelle kenianische Hochzeitskleidung besorgte, welche man bei einem Hochzeitsritual trägt. Ja, und ich habe dieses Video von euch gesehen und es ist wunderschön. Das sind wunderschöne Erinnerungen an deine Mutter, denn es war für dich wie ein Hochzeitstag. Glücklicherweise habt ihr diese wunderschönen Filme noch aufgenommen. Ja, in der kurzen Zeit, in der ihr euch kennt, habt ihr, wie wir alle wissen, schon einige Herausforderungen bewältigen müssen und auch gemeistert. Und ich habe gerade am Anfang ganz vergessen zu erwähnen, dass deine Mutter natürlich in euren Herzen auch bei uns ist. Und ich denke, dir war das wichtig, auch wenn du jetzt weinen musst, dass ich das erwähnt habe, oder? Das war ein wichtiger Punkt. Du, Amina, hast dich entschieden, zu Uwe nach Bad Breisig zu ziehen. In das Haus, in dem auch sein Vater und seine Lebensgefährtin lebt. Und genau an eurem Jahrestag, am 4. Mai 2022, habt ihr in Dänemark geheiratet und anschließend mit Vater und Freundin in Bad Breisig gefeiert. Als ich euch fragte, ob ihr euch charakterlich ähnlich seid, entstand folgender Schlagabtausch. Amina: Wir sind beides Alpha-Tiere. Uwe: Sie zu 90% mehr als ich. Amina: Ja, ich bin 80% geduldig und du 100. Nun, das sagt schon eine ganze Menge aus über euch. Bei euch wird es auf jeden Fall nie langweilig. Amina: Ein aus dem Herzen agierender Mensch trifft auf Uwe, der weiß, wie es im Leben läuft. Mit der typischen deutschen Bodenhaftung, sagt Nina. Weil ihr so unterschiedlich seid, ergänzt ihr euch so wunderbar. Ihr profitiert voneinander. Was der eine zu viel oder zu wenig hat, gleicht der andere wieder aus. Wie Yin und Yang. Sie ergänzen und vervollständigen sich. Der eine hat, was der andere nicht hat, und umgekehrt.
Sie stehen für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte und Prinzipien. Und das Positive kommt dann, wenn beide in harmonischer Balance sind über euch. Denn dann können die Energien fließen und das führt zu Vollkommenheit und Glück. In dem wunderschönen Text Feuer und Wasser steht geschrieben, passt auf, dass ihr eure Individualität behaltet. Ihr seid so verschieden, schätzt dies aneinander, hütet diesen Schatz, denn dieser ist das Geheimnis eurer Liebe. Respektiert eure Grenzen, lernt voneinander, aber versucht nicht, euch gegenseitig umzuerziehen. Entdeckt immer wieder Neues aneinander. Glaubt nie, dass ihr das Geheimnis des anderen gelüftet habt. Und achtet einander jeden Tag eures gemeinsamen Lebens. Eure Gegensätzlichkeit ist somit eine Bereicherung. Liebe ist Gleichklang, trotz Verschiedenheit. Und dieser Gleichklang, den spürt ihr durch die gemeinsamen Werte und Vorstellungen vom Leben. Beide seid ihr verrückt, sagt ihr. Habt viel Spaß miteinander und teilt den gleichen Humor, sowie einen starken Charakter. Ihr teilt Werte wie Sicherheit, Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Amina, du schätzt an Uwe seine Ehrlichkeit und Treue, seine Zärtlichkeit und Großzügigkeit. Für Uwe bist du seine absolute Traumfrau. Vertrauensvoll, ehrlich, treu, positiv denkend und ein Familienmensch durch und durch. Euer Rezept für eine gelungene Partnerschaft ist, sich gegenseitig zu vertrauen und einander zu glauben, immer auf sein Herz zu hören und nicht auf das, was andere sagen. Ja, und als ich euch fragte, welche Menschen euch in eurem Leben noch ganz besonders viel bedeuten, dann sagtet ihr beide natürlich eure Kinder. Für die Zukunft wünscht ihr euch gesund, glücklich und harmonisch miteinander den Sommer in Europa und den Winter in Kenia zu verbringen. Und jetzt habt ihr euch ein sehr schönes Ritual ausgesucht, nämlich das Händeverbinden. Das Händeverbinden ist schon ein Symbol, das in der Antike schon angewendet wurde, um den Ehebund zu bekräftigen. Und dieses Band, das übrigens Nina für euch gestaltet hat, hat eine ganz besondere Bedeutung. Ich werde das gleich um eure Hände ziehen. Und dieses Band besteht aus drei Farben, wie man sieht. Das weiße Band soll für Ehrlichkeit, Einigkeit und aufeinander Acht geben stehen. Gemeinsam wollt ihr Hand in Hand in eine Richtung blicken, ohne dabei den anderen aus den Augen zu verlieren. Das orangefarbene Band soll für eure Liebe stehen. Denn diese Farbe steht für Optimismus, Lebensfreude, Geborgenheit und emotionale Wärme. Wir alle wünschen euch von Herzen, dass diese Liebe niemals erlischt. Und dieses goldene Band soll für das Wachsen und Gedeihen eurer Liebe stehen. Mit seinen Eigenschaften von Ruhe, Gelassenheit, Toleranz steht es für einen gemeinsamen Weg durch alle Sonnen- und Schattenseiten eurer gemeinsamen Reise miteinander zu gehen. Diese Bänder sind nicht fest, sie lassen euch und eurer Liebe euren Freiraum und schenkt dieser Liebe jeden Tag weiterhin Aufmerksamkeit. So, mit jeder Bindung um eure Hände werdet ihr euch jetzt gleich ein Versprechen geben. Hans, ich leite euch an. Okay. Hier steht ihr da.
das Versprechen. Ich will machen, wenn du müde bist. Ich will erinnern, wenn du vergisst. Ich will schweigen, wenn du recht hast. Ich will sprechen, wenn du ehrst. Ich will vorangehen, wenn du zögerst. Ich will stark sein, wenn du versagst. Ich will gehen, wenn du alleine sein musst. Ich werde aber immer da sein, wenn du mich brauchst. Ich war jetzt so begeistert davon, wie ihr das gemacht habt, dass ich nicht gefunden habe. Aber jetzt habe ich gefunden. Jetzt bitte ich alle, sich zu erheben, denn jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr euch das offizielle Ehrenkreuz gebt. Lieber Uwe, willst du Amina mit ganzem Herzen lieben? Willst du für sie da sein, wenn sie dich am nötigsten braucht? Willst du ihr treu sein und immer ehrlich zu ihr sein? Willst du sie aufmerksam und sorgsam durchs Leben begleiten? Dann antworte mit einem klaren und deutlichen Ja, ich will. Ja, ich will. Liebe Amina, willst du Uwe mit ganzem Herzen lieben? Willst du für ihn da sein, wenn er dich am nötigsten braucht? Willst du ihm treu sein und immer ehrlich zu ihm sein? Willst du ihn aufmerksam und sorgsam durchs Leben begleiten? Dann antworte mit einem klaren und deutlichen Ja, ich will. Ja. Wunderbar. Ja, Sie dürfen schon mal. Okay, ihr habt euch jetzt vor allem hier. She said yes. Die Liebe versprochen. Genau. Schließt jetzt. Und deswegen habt ihr jetzt seid ihr den Bund der Ehe eingegangen. Und das Symbol für den Bund, den ihr eingegangen seid und für eure Liebe, das sind die Ringe, die ihr euch jetzt Lenny bringt. Ein bisschen improvisiert mit dem Band. Also, ich kann mich nur noch um Minuten. So. Jetzt dürfen Sie alle klatschen. Soll sich ja lohnen, so eine freie Frau. Sehr schön. Jetzt kommt von mir noch ein Segen, ein Wunsch für euch. Möget ihr euch annehmen, wie ihr wirklich seid. Eure Fehler verzeihen und zu schätzen wissen, was ihr gebt, ohne zu fordern. Möget ihr an euch glauben, selbst dann, wenn Zweifel aufkommen. Euch umarmen und Nähe schenken, selbst dann, wenn einer seine schlechtesten Seiten aufweist. Möge euer Herz und eure Seele berührt sein von der bedingungslosen Liebe zueinander. Genießen wir diesen Augenblick, indem ihr euch wieder setzt und sie auch und wir hören ein tolles Lied.
Alle anderen setzen sich auf. Genau. Ja.
Also ich erkläre das erstmal auf Deutsch. Vielleicht könnt ihr das dann auf Englisch noch einmal übersetzen. Genau, please translate. Wir wollen euch ein paar Wünsche mitgeben und wollen auch eine Erinnerung für diese Wünsche schaffen. Damit ihr irgendwann in ein paar Jahren auf einen Tag zurückdenkt, so haben wir hier ein leeres Gefäß und dieses leere Gefäß soll mit Wünschen für euch gefüllt werden. Also ich wünsche euch, dass das Feuer eurer Liebe nie erlischt. Denkt immer dran, ihr müsst ein bisschen Holz dran tragen, ansonsten geht das Feuer aus. Ne? Und ich mache jetzt den ersten Schüttung und wünsche, dass alle Gäste im Laufe dieses Tages, egal, immer wann immer ihr Wünsche an die beiden äußert, ein bisschen von dem Sand in das Glas zu füllen. Als Erinnerung. Also möge euer Feuer nie erlöschen. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, heute ist alles so spontan. Ich habe echt überhaupt keine blassen Schimmer, wer jetzt als nächstes kommt. Wer möchte? Ich. Wer bist du? Ich bin die Anne, die Tochter von Uwe. Ah, schön, schön, Anne, super. Bitte schön. Hallo zusammen. Möge eure Liebe das sichere Fundament sein, auf dem ihr euer gemeinsames Leben aufbaut. Vielen Dank. Ja, der nächste bitte, sage ich jetzt einfach nur. Noch Precious, die vielleicht noch was sagen möchte? Is he talking Dutch? Ah, okay. Yes, my friend. I wish you the best of life. And I will love you.
this marriage, you have happiness, good health, the both of you, and the joy that marriage, all the joy that marriage gives shall be yours. And the love will be immense love. So, genau, deine Kinder wollen auch noch was sagen. Ich wünsche euch alles Gute für die Hochzeit. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich euch freue, alle eure Vorstellungen, Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Viel Liebe, Glück und Gesundheit wünsche ich euch für eure Zukunft. Haltet in guten und schwierigen Zeiten zusammen. Gott ist Liebe. Und wer Liebe in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in Liebe. Für mich war das eigentlich sehr schwer, jetzt einen passenden Wunsch oder so zu formulieren, weil ich im Grunde genommen euch so vieles wünsche und ich könnte 10.000 Sachen gefühlt aufsagen. Aber da ich jetzt nicht so viel Zeit habe, will ich auf jeden Fall, dass ihr wisst, dass Uwe, du auf jeden Fall dich wirklich geschlossen. Und Mama, ich bin so froh, dass du jemanden gefunden hast, der dich auch wirklich glücklich macht. Und eure Art und Weise, die ergänzt, ist so schön. Ich finde das wunderbar und ich möchte einfach, dass das niemals endet. Und ja, ihr macht das. Danke, wunderbar. Dann dürft ihr euch setzen. Genau, jetzt kommt, sag mir nochmal bitte deinen Namen, die Jella. I'm going to speak in English. On behalf of the family at home, I am just like an auntie for these children. I saw Lenny since like he was 5 years old, and Jennifer, I've been with them since until today. And I want to congratulate you, Uwe and Ami. I want to thank God for bringing you people together with love and happiness. I believe, I wish today, a day like this, Amina's mom would have been here and everything would have been more graceful. But on behalf of the family back home, and myself here and my own family, we wish you good luck, happiness, love, long life and prosperity. That the love will continue to grow more and more and bring you people together with the children in one accord. Thank you everybody for coming and we thank you, we appreciate you all. Thank you so much. Like in every relation, you have to compromise.
maybe it is a bit different when you are in an interracial marriage. And what I've learned in my marriage is, and then I will say in German because I really don't know how to express it really right in English. So, Uwe, ich wünsche dir ein bisschen von der afrikanischen Gelassenheit. Hat er euch gelernt. So, und Amina, du stellst vielleicht deine Uhr einfach eine Stunde vor. Immer das Lado Yango und Sana. Schon am Ende angekommen. Lieber Mina, lieber Uwe, ich wünsche euch von ganzem Herzen ein Leben voller Liebe, Nähe und Freude. Achtet euch, seid immer aufmerksam, möget ihr euren Weg immer in Liebe gehen. Ich wünsche euch Gesundheit, Zufriedenheit und immer das notwendige Quäntchen Glück. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Carlo Carges, das heißt: Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Mal sehen, ob du das übrigens. Naja, auf jeden Fall, liebe Amina, lieber Uwe, ich wünsche euch diese Leichtigkeit und diese Lebenseinstellung für alle Tage eures Lebens, besonders natürlich auch für die wolkigen Tage. Und liebe Gäste, auch Ihnen wünsche ich ein Leben, das für Sie alle so lebens- und liebenswert ist, wie Sie es sich vorstellen, und einfach alles erdenklich Gute. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie in Ihrem Herzen die Schmetterlinge lachen hören und sich erinnern, wie Wolken schmecken, wenn Sie an diesen Moment und an diesen wunderschönen Tag zurückdenken. Und jetzt kann ich euch nur wünschen, feiert, lasst es krachen, viel, viel Spaß. Die beiden werden jetzt, genau, ihr müsst jetzt alle ganz doll hier mit den Seifenblasen pusten. Oh,
Yeah.
I don't wanna be a player no more. Cause my guy from me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guy from me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. I found a love for I'm done.
never know where that affection is. Then you give me all How many times do I have to tell you? Even when you cry and you're beautiful, the world is beating you down. Well, me, I fall.
in my head's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now maybe it's all part of
Thank you.
Russia, me sell it last year. We are the top of them off. Be them big papa. Half a nip and nipple, take a drag. And I don't mean to brag. Every day I got to share with the girl them. Every time I look in my mind, it's only girls I want to find that true love them desire. But I don't really care what people say. I don't really watch what them want to do. Still I got to stick to my girls like glue. And I'm a play number two. From my nose to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. And yeah, I'm from here. Yeah, we at the airport out in the D-block. On the block where everybody airports out. And a new white team fresh. Bring the phones with us. Make the money, get the mansion, bring the phones with us. Yo.
Thank you.
Fire, let your body gets fire. Let your body gets fire. Let your body gets fire.
kwenze kama mwazi Kipo nomba lepo tabakali Love you, love you, love you Yeah, when you know that I don't miss you, miss you, miss you Yeah, when you know that I could be your manga when you need me Yeah, when you know that I don't need you, need you, need you Yeah, when you know that Yeah.
Jerusalem, hija de Adami. Girl, I'll be foolish if
I'm loving you.
Se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de Je t'ai pas fait du, je t'ai pas fait du.
Chaque image, on sait, on, qui m'univers, c'est.